Halli und hallo, ich begrüße euch zu den PS Plus Spielen für Februar 2018, die ab morgen, den 6.2. verfügbar sind. Microsoft hat schon veröffentlicht, drum schauen wir mal mit, was Sony so nachzieht. Den Anfang für die PS4 macht Rime von Tequila Works. Das sind die Macher von Deadlight oder The Sexy Brutal. Und mit Rime haben sie ein melancholisch anmutendes Spiel im Sinne von Journey und Ico geschaffen. Über die Kulisse, mehr als über Textboxen, erkundet ihr nach einem Schiffbruch die leere Welt, worauf man sich gut einlassen kann. Bei mir hat das Spiel auf jeden Fall ein Plus im Kreuz, so sagt man. Haha. Schaut uns doch am besten mal an. Von mir gibt das eine Empfehlung nach oben. Wenn man alt wird, knackt es besaglich. Drum sollte man sich etwas schonen. Leider war Knack der allererste Titel für die PS4. Viel hatte man sich von Knack als Starttitel für eine neue Konsole versprochen und ist umso härter auf die Fresse geflogen. Grafisch ist der Titel zwar ganz hübsch, aber durch die monotone Prügelei, die linearen Levels und die schlecht postierten Checkpoints ist das Spiel eine wahrliche Katastrophe. Der zweite Teil macht das um einiges besser. Unspielbar ist der Titel nicht, Katastrophe, aber na gut, manche quälen sich auch durch Dark Souls. Ist auch nicht meins, weil das überlebt kein Pad. Wie gesagt, für umsonst kann man auf jeden Fall mal reingucken, erwartet aber keine Wunder. Von den Entwicklern von Crash Bandicoot zum Beispiel, da hätte man Besseres erwartet. Meine Güte, war ich überrascht, als diesen Monat ZU nicht mehr in den PS Plus Games vorhanden ist. Stattdessen gesellt sich Starblood Arena jetzt das zweite Mal hinzu. Ein VR-Titel, der grundsätzlich auf Mehrspielermodus ausgerichtet ist. Einzelspielerkampagne gibt's nicht, stattdessen könnt ihr gegen computergesteuerte Raumschiffpiloten antreten. Das Problem ist, das werdet ihr die meiste Zeit auch ohnehin tun, da es kaum Online-Spieler mit VR-Brille gibt. Naja, ich drücke euch die Daumen, dass ihr vielleicht doch noch ein paar welche findet, weil wenn einer die Brille hat, hat er das Spiel jetzt umsonst. Es können also mehr Spieler gefunden werden. Na, kapiert? Mehr Spieler? Okay, weiter. Nein, was ihr hier seht, läuft nicht auf der Switch, sondern auf der PS3. Spelunky HD kostet 10 Euro und nutzt die Power der Konsole nicht mal annähernd aus. Eine recht altmodische Mischung von Mario, Pitfall und Digger hat Spelunky HD herausgebracht. Es gab damals schon ein Original, was hier drin ist. Mit einem bockschweren Schwierigkeitsgrad und null Toleranzsteuerung lässt sich das Ding sogar zu 6 spielen und ist für mich damit interessant, weil Koop ist immer mein Ding. Kann man auf jeden Fall mal reingucken, also tut es, wenn es zu schwer ist, bevor das Pad kaputt geht, löscht es lieber wieder. Kennt ihr eigentlich das Phänomen, wenn man denkt, für manche Sachen wird man einfach zu alt? Ich habe Dragon Ball Z habe ich gerne geguckt, Naruto gefiel mir auch. Aber mit zunehmendem Alter kommt einem das nur so vor, als wäre es buntes Gequietsche mit komischen Untertiteln, zumindest im Spielebereich. Nichts gegen frivolen Anime-Blödsinn, aber Mugen Souls Z überzieht stillos sowohl das Alberne als auch das Anzügliche. Und sind wir mal ehrlich, es sieht einfach nur scheiße aus. Das Ding sieht schlechter aus als Kingdom Hearts von der PS2 und das muss man erstmal hinkriegen. Ihr rennt dann durch die weniger offene Welt und langweilt euch von Textboxen zum Kampfmodus, der auch noch nicht sonderlich viel Spaß macht. Nee, lass mal. Nee, so ist das nichts. Das Teil kann man in Ruhe auslassen. Also weiter im Text. Als Kind der 80er habe ich meinen Großteil der Jugend vor dem C64 oder dem Amiga verbracht. Turrican 2 und andere Teile habe ich bis zum Erbrechen geliebt. Dementsprechend sollte mir Exiles End of the PS Vita im Februar auch gefallen. Tut's aber leider nicht. Ganz gutes Gameplay trifft schlechtes Spieledesign. Echt nur was für Frostresistente und anscheinend bin ich auch für den Quatsch zu alt. Wer noch eine Vita rumliegen hat, der neues 2D-Futter braucht, schaut's euch an. Ansonsten ist kein Must-Have. Den Abschluss diesen Monat bildet dann für die PS Vita und für die PS4 Grand Kingdom. Ein tolles taktisches Rollenspiel, dessen erzählerischer Rahmen gewaltig, dessen facettenreiche Rundenschlachten unglaublich spritzig und dessen vielseitige Truppenverwaltung enorm motivierend ist. Tja, da hätte sich Mugen Souls Z mal eine Scheibe von abschneiden können. Wer Lust auf ein rundenbasiertes Spiel hat, das wirklich Spaß macht, kann hier auf jeden Fall mal reingucken. Allerdings solltet ihr etwas Englisch können, weil eine übersetzte Version gibt es leider nicht. Irgendwo muss man ja schließlich immer sparen.
Und das wären sie dann, die Spiele, die es mit der PS Plus Mitgliedschaft im Februar umsonst gibt. Schreibt mir mal in die Kommentare, was ihr von den Spielen haltet, ob ihr sie gut oder schlecht findet oder alles andere. Ich freue mich über die Kommentare und Kritik, also haut in die Tasten. Wenn nicht, dann hören und lesen wir uns erst im März wieder. Ich wünsche euch viel Spaß beim Spielen und sage Tschüss. Bis dann.